Herzlich willkommen zu meinem Kurzvideo zu Windows 11. Ich zeige dir jetzt diesmal, wie man mit einer Tastenkombination alles auswählen kann. Was meine ich damit? Ich habe hier eine Webseite geöffnet und wenn ich mit gedrückter linker Maustaste hier etwas markiere, dann wird dieser Text hier in dem Fall markiert. Wenn ich hineinklicke auf der rechten Seite, wird hier etwas markiert. Und wie kann ich jetzt hier aber alles markieren? Und dazu hilft uns diese Tastenkombination, Steuerungstaste A. Ich klicke hier in dieses Fenster hinein. Alles wird markiert. Und das gleiche gilt dann auch hier im Windows Explorer, also in dem Programm, in dem ich hier mit Dateien arbeite. Ich klicke hinein, wähle es aus und Steuerungstaste A und alles ist markiert vom Ordner bis zur letzten Datei. Ja, und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann im nächsten Video.